Hallo! Wir sind auf dem Amaterasu-Server und werden uns hier jetzt mit den Karten duellieren. Ich bin das einzige Divermon noch übrig. Leider kann ich es mit Etemon nicht aufnehmen, denn hier werden wir nicht gegen Divermon antreten, sondern gegen Etemon. Eine ganze Armee von Etemon, die hier auf dem Amaterasu-Server kartentechnisch das Sagen haben. Und ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber die Reihenfolge ist wichtig. Man muss erst das Asgard-Turnier abschließen. Erst dann kann man hier hinkommen. Nur die Starken überleben im Kampf. Auch als König musst du immer auf der Hut sein. Bist du der König? Betemon sind im Kampf viel besser als Divermon. Wir sind intelligenter. Vielleicht, aber ihr seid mir auch wesentlich unsympathischer. Okay. Fangen wir also an. Wobei, lass mich noch einmal kurz hier lang gehen. Habe ich irgendwas vergessen hier? Nein. So. Dann legen wir doch mal direkt los. Hä? Was? Du willst mit mir kämpfen? Ja. Zeig mir deine Karten. Level 50, weiß Amaterasu Master. Jetzt sieht man schon, die Schwierigkeitsgrade-Kurbel wurde angehoben. Und ich gehe mit meinem White Guard Deck rein. Oha. Passt, ich kann auch nichts weiter tun. Und ich würde sagen, wir schicken die beiden rein. Gardi Angemon und... Der hat irgendwas vor. Der hat doch bestimmt was vor. Okay, er legt noch einen Patamon aufs Feld. Das ist aber noch keine Bedrohung. Der hat was vor. Der macht bestimmt jetzt... Okay. Noch habe ich nichts, wovor es sich zu fürchten. Aha, jetzt. Und jetzt werde ich auch eine goldene Aura aktivieren. Ich glaube, ich sollte lieber alles aktivieren, was ich habe. Denn nach dieser DNA-Digitation weiß ich nicht... Ja. Denn nach der DNA-Digitation wird das ja alles vervierfacht. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Ich glaube aber, wir überstehen die Runde mit... Wir haben mehr HP. Oder? Ja, ganz knapp haben wir mehr HP. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir die Duelle, auf die wir gewartet haben. Okay, das ist gut. Das ist ein gutes Blatt. Allein schon wegen den zwei Ladeterminals. Noch ein Ladeterminal. Jetzt erhöht er seine weiße Energie. Damit er gleich drei Digimon aufs Feld beschwören kann. Die wird uns so nützlich sein. Karte jetzt gerade hier. Absolute Hürde. Nicht Absolute Zero. Absolute Hürde. Na, wir bekommen... Wir haben einen Imperadron Paladin-Mode bekommen. Was ich persönlich sehr geil finde. Oh mein Gott. Okay, aber sonst so noch keine Gefahr. Wirklich groß in Sicht, aber... Ich will es nicht riskieren, ich hole noch Wargreymon ins Feld. Okay, gut, gut, gut. Gut, 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 das ist gut. Das überstehen wir. Gewonnen! Der erste Kampf ist gewonnen. So, schön. Oh mein Gott, diese erste Runde hat mich schon fast ins Schwitzen gebracht. Du hast gute Sinne. Dankeschön. Mach mal Platz da. So ein Pech, verloren. Ich muss noch ein paar Karten in meinem Ordner austauschen. Die haben exakt dieselben Sprüche wie die Divermon. Zumindest nachdem sie besiegt wurden, sind das die exakt selben Sprüche. Okay, er hat ein schwarzes Deck.
Ich weiß, ich habe gesagt, die... Ja, komm, ich halte mich dran. Ich habe gesagt, ich benutze nur White Guard, also werde ich auch nur White Guard benutzen. Es ist ja auch nicht so schlimm, wenn man mal eine Runde verliert. Okay, die Runde verlieren wir. Ich habe kein Digimon gezogen. Nicht ein einziges Digimon habe ich gezogen. Oh Gott, der steckt direkt eine Karte auf dem Friedhof. Was ist es? Absolute Hürde, ja. Jetzt hat er eigentlich schon gesehen, dass er vor uns nichts zu befürchten hat. Huch, ja. Er spielt trotzdem alle Karten aus, okay. Er hat schon gewonnen. Alter, wow! War das die Rache für die erste Runde, die ich gerade hatte, dass ich die richtigen Karten hatte, um gerade noch so davon zu kommen? Ah, sieht doch schon besser aus. Okay, kann nichts machen. Er legt mir jetzt wahrscheinlich Guardian Angemon ab. Ja. Macht nichts, ich habe immer noch. Und das meine ich nämlich, das sind die schwarzen Karten. Die nehmen euch einfach alle Karten weg, die ihr habt. Die nehmen euch einfach alles weg, alles. Eigentlich müsste ich nichts tun. Ein Devimon aufs Feld ist noch keine Gefahr. Wir haben immer noch mehr Punkte. Lege eine nicht schwarze Karte ab, okay. Ja, auch diese Runde haben wir verloren. Die Runde haben wir verloren. Wir können nichts dagegen tun. Und das war's. Das war's. Tja, so ist das. Die NPCs haben, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, feste Züge, feste Karten. Die bekommen immer dieselben Karten, egal wie oft wir sie herausfordern, sie werden immer dieselben Züge machen. Und wir haben halt das Pech, wir ziehen durch Zufall Karten. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Er wird uns gleich. Er wird jetzt fieses Hacken benutzen, um uns einen Imperialdemon Paladin zu entfernen. Oh, drei Imperialdemon Paladin. So, einer ist jetzt schon mal weg. Ich muss gerade überlegen, wie hat er in was hat er in dieser Runde gespielt? Ich glaube, zwei Imperialdemon Paladin Mode Karten reichen für diese Runde. Ja, ein Einzelner hätte schon fast gereicht. Okay, die Runde haben wir im Sack. Die zweite werden wir höchstwahrscheinlich wieder verlieren, weil er uns ein Digimon aus der Hand entfernen wird und eins vom Feld. Obwohl, nee, das könnte diesmal besser laufen. Okay, hier wird jetzt absolute Hürde entfernen. Hat er nicht? Er hat uns lieber ein Digimon entfernt. Okay. So, ich werde jetzt eine goldene Aura aktivieren. Meine Digimon boosten. So, und was hat er jetzt nochmal gemacht? Genau, er wird jetzt eine Karte entfernen. Und ich werde alle seine AP auf 0 senken. Weil damit habe ich jetzt schon gewonnen. Oder? Ja. Ich habe gewonnen. Denn ich habe mehr HP als er. Na, das war jetzt mal lucky, war das. Also, das nenne ich doch jetzt echt mal wow, ey. Du hast gute Sinne, ich weiß. Beziehungsweise, ich habe diesmal einfach bessere Karten gezogen. Und du hast absolute Hürde nicht entfernt. So, kommen wir zum nächsten Etemon. White Guard. Wir fangen an, okay.
Okay. Ich habe nichts, was ich machen will. Oh, stimmt, er hat ein grünes Ordner. Er hat einen grünen Ordner. Er wird nochmal wahrscheinlich, ja, damit er gleich zwei Digimon aufs Feld bekommt, beziehungsweise drei. Das heißt, ich muss alle meine Energie jetzt benutzen. Huch. Vielleicht doch gar nicht so schlimm. Ne. Ne, so schlimm war das gar nicht. Der hat gesammelt für die nächste Runde. Shit, ich hab mich baiten lassen. Ich hab mich baiten lassen! Ich wurde gebaitet! Ich hab keine Energie mehr. Ich hab mich baiten lassen. Und meine Buffkarten, meine Status-Up-Karten sind mehr. Ah, okay, das sieht doch schon. Ich glaube, damit kann ich auch leben. Oh Gott, ey. Ich habe mich so hart baiten lassen gerade. Oh Gott. Er holt sich jetzt wahrscheinlich genau wie ich die grüne Gewalt zurück. Und ich hätte gerne ein paar Karten aus meinem Deck. Okay, damit kann ich arbeiten. Immerhin kann ich jetzt zwei Digimon aufs Feld rufen. So. Nein, er hat sich irgendwas anderes vom Friedhof geholt. Oh oh. Dann kann ich gleich noch Seraphimon holen. Der hat irgendwas vor. Der hat bestimmt noch irgendwie eine Bestienenergie oder sowas auf der Hand. Seraphimon, komm. Komm aufs Feld. Ah, okay. Das habe ich auch im Sack. Ach so, übrigens, die Karte erhöht die HP um 30. Man müsste meinen, dass Imperiadron P jetzt 100 HP bekommt. Nope, 99. Ein Punkt fehlt. Aber egal. Das haben wir im Sack. Zack, zack, zack. Von grünen Decks habe ich wirklich am meisten Angst. Ihr habt ja gesehen, was ich da für Kombos mitgemacht habe. Grüne Decks, da habe ich. Oh Gott, ey. Wenn ich schon sehe, dass der Gegner grüne Energie sammelt, wie so ein Blöder, ey, da kriege ich immer. Da kriege ich Paras. Pflanze und Käfer kriege ich da. Käfer und Pflanze, Pflanze und Käfer. Was? Schwarze Argumon hat mein Mikro. Wenn ich das nicht habe, habe ich keine Lust zum Spielen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! Ah, oh, schwarze Argumon hat mein. Oh Gott, nein! Mir brennt gerade das Herz. Okay. Folgendes. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt schon brauchen. Man kann jetzt, ab einem gewissen Punkt im Spiel, ich glaube, wir können das jetzt schon, nachdem wir das Asgard-Turnier gemacht haben, spawnen in beiden Servern gewisse NPCs, normale Tamer und Digimon, in dem Fall zum Beispiel Black Argumon und was weiß ich alles. Die können wir zu Duellen herausfordern, also Kartenduellen, und müssen sie besiegen, denn die geben uns einmalig Rare Cards. Es gibt Karten, die kommen wirklich nur einmal im Spiel vor, das sind die sogenannten Rare Cards, die. Ah, und die geben uns dann halt auch scheinbar für unser weiteres Vorankommen hier, geben die uns gewisse Items. Ah, ich wusste nicht, dass das jetzt schon ist. Ich dachte erst, wenn das hier vorbei ist, spawnen die. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt auf die Suche nach den Rare Cards machen. Das heißt für mich, ein klein wenig Internet-Recherche, damit es schneller geht. Und ja, da die Folge noch nicht vorbei ist, schätze ich mal. Oder ist sie vorbei? Nein, das heißt, wir sehen uns gleich auf jeden Fall noch ein, zwei Duelle, denke ich mal, an von den gewissen NPCs. Und ja, bis dahin. Baba! Wieso Baba? Bis gleich. Bis gleich. Hätte nicht gedacht, dass ich es wirklich hier unten finde, wie es aussieht. Davon steht es. Black Argumon. Wer bist du? Edemons Mikro? Wir, die schwarzen Könige, haben es. Seine Stärke kommt vom Mikro. Wenn du es willst. Wenn du wissen willst, wo es ist, kämpfe mit mir. Okay. Ich,
möchte noch voranmerken, ich habe zwei neue Decks zusammengestellt und von dem, was ich so gelesen habe im Internet, soll das hier ein ziemlich krasser Kampf sein. Und ja, wir fangen an, okay? Na, das sieht man doch gerne. Yep, ich aktiviere direkt eine Karte. Okay, fieses Hacken. Will ich was aktivieren? Ja. Ja. Okay, ja, gut. War ja klar. Okay. Das gefällt mir nicht. Also, willst du mich eigentlich endgültig verarschen? Was? Was? Vier? Der hatte vier davon! Ich wollte schon sagen, mehr als vier kann er nicht haben. Na, immerhin habe ich noch irgendetwas auf der Hand. Oh, das ist perfekt. Nö, wir beschwören gar nichts. Ah. Gut, er kann nämlich jetzt nichts mehr machen. So, jetzt aktivieren nämlich Rappel dich auf. Und schicken Pokémon ins Rennen, ohne dafür Punkte zu opfern. Zack. Gewonnen. Yes. Alles klar. So, diesmal sind wir als zweites dran. Also seine fiese Hacken-Taktik kann er jetzt nicht mehr benutzen. Ziehe zwei Karten vom Stapel. Ich will nicht meine Energie. Ich brauche eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Okay, er ist fertig. Er hat sieben verdammte Karten. Er hat noch fünf Karten auf der Hand. Das gefällt mir nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sag mir nicht, er hat davon vier. Er hat davon vier, oder? Er hat davon vier. Und ich wette, seine letzte Karte ist ein Devimon rufen. Das heißt, die Runde haben wir so oder so gewonnen, aber... Also verloren, meine ich. Die Runde haben wir so oder so verloren, aber... Alter! Komm, Devimon beschwören. Mach's perfekt. Ja, ich wusste es. Ich wusste es! Alter, was ist das für ein Deck, was der benutzt? Hammerhart! Voreingestellte Züge, ey. Na, okay, haben wir die Runde verkackt. Letzte Runde. Was kann er mir jetzt noch entgegenwerfen, Groß? Was kann er mir jetzt noch entgegenwerfen? Okay. Oh Gott, ey. Was kann er denn jetzt noch anrichten? Er hat nur schwarze Karten auf der Hand. Was könnte er jetzt noch machen, Horus? Warte mal, schwarze Karten, was kann er jetzt noch tun? Er hat keine fiesen Hacken mehr, er hat noch ein Chaos-Virus. Die anderen schwarzen Karten sind Täuschungsmantel, schwarz aufladen. Und das letzte, die letzte Programmkarte der Schwarzen war... Was fällt mir gerade nie ein? Ist es etwas, worüber ich Angst, wovor ich Angst haben sollte? Der hat sowas von etwas vor. Aber sowas von. Er hat Rappel dich auf. Weißt du was? Die habe ich auch. Und ich habe noch eine Clip zurück.
Lady Devimon, okay. Nein, 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 noch nicht. Ich will erstmal abwarten. Oh, er legt drei Lady Devimon aufs Feld. Interessant, aber leider kann ich das nicht zulassen. Zurück damit auf die Hand. So. Okay, ja. Ja, das ist ein ziemlich mieser Kampf gewesen. Aber wir haben ihn gewonnen. So, it's okay. Puh. Alles klar. Was? Verloren? Okay, versprochen ist versprochen. Unser Leader hat Etemons Mikro. Schwarze Könige bleiben im Untergrund, also los. Das ist Mist. Welchen Ordner mache ich wohl als nächstes? Ich muss die Untergründe weiter absuchen. Ach so, übrigens, dieses Agumon findet ihr im Dschungelgrab auf dem Asuka-Server, wenn ihr an dem Tor, wo Sambamon steht, in den Untergrund geht. Da ist ein Loch. Und dann einfach nur nach Norden und dann kommt ihr hier an. Jetzt muss ich auch noch den Anführer von denen finden. Bitte sagt mir nicht, ich muss ganz viele von denen besiegen. Ich glaube aber, das stand da so nicht. Nee. Ich glaube aber, den Leader suche ich jetzt alleine. Obwohl, wenn ich mir all die Löcher angucke, es gibt mindestens drei pro Ebene. Nein, 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 nein. Den suche ich auch nochmal im Internet. Ach so, und ja, das ist nicht das, was ich gemeint habe mit den Rare Cards. Wir haben keine Rare Card bekommen gerade von ihm. Also, da diese 15 besonderen Karten müssen wir noch so hinterher machen. Ich habe keine Lust. Ich habe echt keine Lust drauf, aber wir machen es. Wir holen uns die 100% und das heißt auch ein volles Kartenalbum. Denn genau diese Karten fehlen noch, sonst haben wir alle mindestens einmal in der Sammlung drin. Egal. Gut. Wir sehen uns dann, denke ich mal, im nächsten Part. Bis dahin. Baba!